Was geht ab, Freunde? Die Weekend League steht vor der Tür oder ihr seid schon mitten in der Weekend League und deswegen dachte ich, ich bringe mal wieder ein neues Teambuilder-Video. Das heißt, ich habe mir 3-Meter-Teams gebaut, beziehungsweise ich habe für euch 3-Meter-Teams gebaut, an denen ihr euch inspirieren könnt. Das heißt, vielleicht ist die ein oder andere Kombination in den Teams drin, die ihr am Ende des Tages cool findet. Oder ihr sagt direkt, hey, ich brauche mal was Neues in meinem Verein, so, ich habe keinen Bock mehr auf meine Untrade-Spieler, ich will einfach mal ein komplett anderes Team testen. Deswegen habe ich es auch mit 3 verschiedenen Budgets gemacht. 250k, 750k und 1,5 Millionen. Und dann sagt ihr einfach, ich übernehme das Team. Sieht cool aus, Kenai, hast du gut gebaut. Da sind alle Qualitäten drin, die ich persönlich brauche in einem Meta-Team. Und damit habe ich jetzt Bock, die Weekend League zu zocken. Deswegen bleibt auf jeden Fall bis zum Ende dran. Schaut euch die Teams mal an. Vielleicht, wie gesagt, ist da was für euch dabei. Lasst gerne einen Kommentar da, welches Team ihr am coolsten findet. So mit Preis-Leistung auch im Hinterkopf. Natürlich kann man jetzt nicht sagen, dass das 250k Team besser als das 1,5 Millionen Team ist. Aber von der Kreativität her oder von der Preis-Leistung her sagt ihr vielleicht, hey, das erste Team, das günstigste, war das krasseste. Das hat mich fasziniert so. Was weiß ich, kommentiert einfach mal, welches ihr am besten findet. Und dann lasst ihr noch ein Follow da, wenn ihr in Zukunft solche Videos und vor allen Dingen auch Trading-Videos nicht verpassen wollt. Und dann würde ich sagen, nicht mehr lang schnacken, Kopf in den Nacken und rein ins erste Team, nämlich das 250k Team. Ich habe da was gebaut und zwar im 442. Ich gucke übrigens hier runter, weil dort mein Handy steht und dann sehe ich da halt, was ich gebaut habe. Das heißt, ich muss jetzt hier einmal auf Squad gehen, 442 einstellen und dann fangen wir hinten im Tor an mit einem altbekannten Mann, der dieses Jahr leider Gottes nur ein 87er Rating hat. Manuel Neuer macht trotzdem seinen Job und ist natürlich für die Chemie mit drin, weil wir Bundesliga eingebaut haben mit einmal Jeremy Frimpong. Das heißt, wenn ihr noch mehr Coins habt und sagt, hey, von der Aufteilung her gefällt mir das Team am besten, könnt ihr auch den Inform benutzen. Ich benutze jetzt hier die Goldkarte, um am Ende des Tages auf diesen Preis von 250k zu kommen. Da haben wir jetzt Linksverteidiger Grimaldo Inform, finde ich sehr cool. Also wenn ihr dann noch Frimpong Inform habt, da habt ihr außen einfach so 2 Informs. Sieht eigentlich ganz nice aus. In Verteidigung bin ich dann sehr Standard gegangen. Einmal mit Marquinhos und sein Compleanno Kimpembe. Ja, beide krasses IVs, beide im Playstyle Plus. Die machen einfach einen super Job. Preis-Leistungstechnisch wahrscheinlich schon fast unschlagbar. Plus, es gibt eine SPC, die ihr noch machen könnt. Und zwar Ismail Azar. Sehr, sehr geil. Habe ich nämlich auch selber gemacht und kann ich euch weiterempfehlen. Egal, ob ihr ihn am Ende als Super Sub spielt oder halt in einem Team einbaut. Ich finde die Karte überragend gut. Plus, du kannst damit eine andere Karte auch ganz cool einbauen, die wir vorne im Sturm haben, und zwar Aubameyang Inform, der ja von seiner Goldkarte ein krasses Upgrade bekommen hat auf 88 Tempo und 86 Schuss. Einzige Problem, sage ich euch ehrlich, ich habe die Karte schon gespielt, der hat 4-4, was cool ist, sein Dribbling halt ein bisschen, ne? Da kracht's, aber packt einen Hunter drauf, scheiß auf Dribbling, dann kann er sich vielleicht in der einen Situation nicht so gut drehen, aber dafür ist er schnell, körperstark und hat einen sehr, sehr guten Abschluss mit rechts und links. Auf der anderen Seite haben wir dann auch noch einen aus der französischen Liga, dann sind wir auch mit der französischen Liga durch. Kolo Muani ist preis-leistungstechnisch, glaube ich, der beste Stürmer. Kann man eigentlich nicht viel sagen. Kolo Muani, sehr, sehr günstig, sehr OP, macht seine Dinger vorne. Dann haben wir auf der linken Außenbahn nochmal einen aus der Bundesliga, wo man auch wieder eine andere Karte benutzen könnte, wenn man mehr Coins hat. Da könnte man Coman Inform benutzen. Ich habe jetzt Coman Goldkarte genutzt, weil reicht halt aus für dieses Team. Weil der Fokus liegt auf Mittelfeld. Für die Leute, die Level 40 sind, meine Damen und Herren, habe ich diese Karte gebaut. Also ich habe diese Karte als erstes reingepackt und darum das Team gebaut, weil ich der Meinung bin, was ich so von der Community gehört habe, ich bin selber leider noch nicht Level 40, soll Kone der krasseste sein. Er ist übertrieben krass wohl, du hast ihn for free. Deswegen, wenn ihr Level 40 seid, holt euch Kone und baut euch zur Not dieses Team. Dann macht ihr Coman Inform rein, Frimpong Inform. Das ist am Ende schon 500k-Team, 600k-Team. Und dann könnt ihr es am Ende noch abrunden mit Geyoro, heißt die Dame. Die ist leider ein bisschen teurer geworden, deswegen weiß ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht. Ja, 260k. 260k, so, ich mache hier nochmal die Pricelist rechts rein, damit ihr die auch seht. Am Ende sind es 260k, wo ich das Team gestern gebaut habe, waren es 250k. Und Geyoro bekommt auch noch eine Centurions-Karte. Das heißt, ihr könnt hier sogar dann noch eine Centurions-Karte einbauen, was ich auch sehr, sehr cool finde. So, Team Nummer 2 könnt ihr auch wieder im 4-4-2 bauen. Ihr könnt natürlich auch andere Formationen nutzen, das kriegt man auch hin. Aber im 4-4-2 hast du halt 2 Stürmer, 2 Außenspieler, 2 Achter. Damit kannst du dann am Ende des Tages in-game eigentlich jede Formation spielen. Deswegen finde ich 4-4-2 immer sehr, sehr nice als Ausgangsposition. Und wir fangen wieder hinten an im Tor mit Pope. Der ist für Chemie drin, macht aber auch bei meinen Gegnern immer einen super Job. Bei mir selber, weiß ich nicht, ist Pope irgendwie nicht so der Burner gewesen. Aber bei meinen Gegnern, wie gesagt, hält er stark. Und er ist ja auch eigentlich nur für die
die Chemie drin, genauso wie Lorente, macht auch seinen Job als Rechtsverteidiger, ist jetzt nichts Besonderes, ist auch eher für die Chemie drin. In der Innenverteidigung sind wir dann bei den ersten beiden Monstern eingekommen, die nicht nur für die Chemie drin sind. Wir haben zum einen Van Dijk, wo man auch wieder die bessere Version, nämlich den Inform, benutzen kann. Die Nike-Karte macht jetzt, ja, ist 30k teurer, sieht halt cool aus, aber macht sonst keinen Unterschied. Van Dijk, absolutes Monster für mich, der beste Innenverteidiger dieses FIFA, obwohl er nicht mal einen krassen Playstyle Plus hat, muss man dazu sagen. Daneben der Boy, der hat sehr, sehr krasse Playstyles, und zwar Araujo. Geilen Playstyle Plus, er hat in dieser weißen Farbe, also die ganz normalen Playstyles, hat er auch richtig geile Playstyles am Start, gefühlt jeden Defensiv-Playstyle, den es gibt, und genauso spielt der Mann sich auch in-game. Also nach Van Dijk wahrscheinlich einer der besten Goldkarten, so mit Eder, Militao und Koundé. Ich habe mich jetzt hier auf der Schiene für Barcelona entschieden, und deswegen ist Araujo drin, weil er auch preis-leistungstechnisch halt zum Beispiel günstiger als ein Koundé oder ein Eder Militao ist. Auf der Linksverteidigerposition haben wir dann die erste Special-Karte. Ich habe auf jeden Fall versucht, auch die ein oder andere Special-Karte mit reinzubauen, wie zum Beispiel Gaia. Ich finde, so eine Linksverteidiger-Karte, bis auf Furlong Mondi jetzt, gab es irgendwie in der La Liga noch nicht. Man konnte natürlich Balde zocken, aber der war irgendwie ein bisschen sehr wack. Mendy ist halt sehr teuer, das ist das Problem. Wer den teureren Weg gehen will, kann aber auch links mit Mendy zocken. Der kriegt ja sogar eine Centurion-Karte, also da könnt ihr nochmal ordentlich auf die Kacke hauen. Genauso wie auf dem linken Flügel, da gehen wir nämlich in die Premier League mit Heung-Min Son, natürlich seiner Goldkarte. Ihr seht es aber schon hier, der hat ja schon Inform, der hat eine Trailblazer im POTM. Könnt ihr also auch relativ easy upgraden. Über die rechte Seite bin ich sehr standardgemäß gegangen. Und falls ihr die SBC gemacht habt, ist das auf jeden Fall ein Team, was ihr ausprobieren solltet, meiner Meinung nach. Und zwar Rodrigo habe ich auf der rechten Seite. Ich packe jetzt seine Goldkarte rein, weil die SBC, ich weiß gar nicht mehr, ob man die noch machen kann. Ich glaube nicht. Aber ich habe jetzt auf jeden Fall seine Goldkarte einfach hier reingepackt für die Chemie, beziehungsweise weil er über die Außenbahn halt seinen Job macht. Jetzt habe ich hier irgendwie nochmal, nee, ich habe nicht Lorente. Ich wollte gerade sagen, wie habe ich denn nochmal Lorente hier eingebaut? Es ist ein Compleanno, auch mit blonden Haaren. Der sieht sehr ähnlich aus, nämlich Frankie de Jong. Für mich im ZM Real Talk einer der besten Goldkarten. Ich habe sogar Pros mit de Jong spielen sehen. De Jong ist sehr, 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 sehr gut, Jungs. Vertraut mir. 87 rated, und der spielt sich aber wie ein junger Gott, wie so ein junger Chullet oder so. Also wirklich sehr, sehr starke Karte meiner Meinung nach. Auf der anderen Seite haben wir dann die nächste Special-Karte mit Ward Pros. Da wurde ich richtig gehatet, dass ich Ward Pro weiß oder so gesagt habe. Ich weiß nicht mal, wie ich darauf gekommen bin, um ehrlich zu sein. Aber wir haben Ward Pros drin. Der hat auch eine geile Karte bekommen. Ja, Engländer, gute Links. Special-Karte finde ich sehr, sehr nice. Plus er hat einen geilen Playstyle Plus bekommen für ein ZM und hat halt 90 passen, was auch sehr geil ist. Und der Sturm wird dann abgerundet durch meine Lieblingsgoldkarte im Spiel, und zwar Antoine Griezmann, wo man natürlich auch wieder eine teurere Version wählen kann. Also ihr seht schon, man kann die Teams auch echt richtig nice upgraden, was mir halt immer wichtig ist, weil du hast irgendwann vielleicht dann wieder mehr Coins, kein Bock mehr auf das Team, und dann muss man es halt upgraden. Und das kann man hier halt sehr, sehr gut machen. Die Goldkarte von Griezmann reicht aber komplett aus, sage ich euch, wie es ist. Das ist ein absoluter Brecher. Und ich habe wieder eine Level 40 Karte eingebaut. Da könnte man sonst auch mit Rashford oder so gehen, aber ich habe jetzt Matheus Cunha genommen, um das Team am Ende des Tages zu komplementieren. Und ich frage mich gerade ehrlich gesagt, warum auf meinem Handy bei Footbin Heung-Min Son auf voller Chemie ist. Achso, Korea-Trainer, ja klar. Bei dem anderen Team eben brauchtest du nicht mal einen Trainer. Hier könntest du jetzt, wie gesagt, Rashford in Sturm stellen, auch falls du noch nicht Level 40 bist, und einen Korea-Trainer rein und einen Son auch auf voller Chemie. Und dann müsste am Ende des Tages halt ein bisschen teurer dabei. Das sind jetzt 720k. Mit Rashford wärst du dann nochmal 100k teurer oder 150k teurer. Das musst du dann natürlich bedenken. Aber Matheus Cunha ist in wahrscheinlich schon viele Level 40. Und wenn du jetzt sagst, nee, ich brauche diesen Kone nicht, ich brauche kein ZM, ich bin da schon gut bestückt, kann man natürlich auch Matheus Cunha nehmen, der auch eine sehr geile Karte bekommen hat. Last but not least, das letzte Team und damit auch das teuerste Team, 1,5 Millionen. Und wenn ihr die Coins habt und dieses Team spielt, habe ich auf jeden Fall keinen Bock, gegen euch in der Weekend League zu spielen. Ich sage euch ehrlich, das Team ist auf jeder Position sehr, sehr gut besetzt. Jede Position hat seine besonderen Stärken. Wenn es was zu sagen gibt, dann sage ich auch kurz was dazu. Habt ihr ja bei den Teams davor gesehen, und wir fangen an im Tor für den Link mit Bonu, wie auch immer Bonu geschrieben wird. Hier haben wir Bonu, weil das ist eine richtig geile Kombi. Ihr werdet sehen, Jungs. Denn rechts Hakimi ist schon mal der Marokko-Link. Sehr, sehr smart. In der Innenverteidigung brauchen wir dann nicht, aber nicht wieder standardgemäß Marquinhos oder Kimpembe oder so, PSG-Links. Brauchen wir hier nämlich noch nicht, weil wir können in der Innenverteidigung sogar mit dem zweitbesten Goldverteidiger wahrscheinlich in der IV gehen. Nach Van Dijk, Varane mit diesem Fuchs. Bruder, Varane ist irgendwie extrem krass dieses Jahr wieder. Kostet auch 80k für eine 85-rated Karte. Hat auf jeden Fall seinen Preis. Daneben haben wir wahrscheinlich einer der teuersten Karten im Team.
Und deswegen für die Leute, die den schon gemacht haben, das Team kostet dann nur 1 Million, nicht mal 1,5. Und ja, ist halt eine SBC, also kannst du dir ja auch craften. Das heißt, das Team kostet zwar 1,5 Millionen on paper, aber am Ende des Tages kriegst du es halt auch deutlich günstiger hin. Linksverteidiger ist der Einzige, der ein bisschen reinkackt. Ich guck gleich nochmal, ob wir auch einen anderen Linksverteidiger nehmen können. Aber erstmal habe ich das mit Nuno Mendes gebraut. Und ich glaube, man braucht den Mann leider Gottes für die Chemie, weil ihr werdet jetzt vorne sehen, hier fängt es jetzt an zu krachen. Linker Flügel, Neymar. Brauche ich nicht zu sagen. 5-5, überragendes Dribbling. Genau sein FIFA-Teil, der ist einfach geisteskrank. Und der ist halt nicht ganz so einfach einzubauen. Und deswegen bin ich hier diesen Link gegangen mit Bonu, Hakimi und so. Ihr merkt schon, ich habe mir da einen kleinen Kopf gemacht. Ist auf jeden Fall ein geiler Link, aber ich bleibe sogar in der Saudi League. Habe einen der besten 6er Abräumer aus der Saudi League, wahrscheinlich auch einer der besten Abräumer im Spiel mitgenommen. Und zwar Kanté mit diesem geilen Playstyle Plus, und Kanté ist halt trotzdem noch Kanté. Dazu noch sein Compleanu, der hoffentlich irgendwie einen Centurion oder so jetzt mal bekommt, irgendeine Special-Karte, weil Karim the Dream Goldkarte ist überragend, Jungs. Mit diesem Finesse-Trade, jeder Stürmer mit so einem Finesse-Trade ist automatisch irgendwie nochmal 2 Stufen besser, habe ich das Gefühl, weil du aus jeder Position schießen kannst und die Gegner, die guten Gegner zumindest, wissen das auch und verteidigen deswegen ein bisschen zögerlicher, weil sie halt auch den Schussweg irgendwie zustellen wollen, ihren Torwart moven wollen, und dadurch hast du dann wieder noch neue Anspielstationen, kannst nochmal nach außen legen zu einem Neymar oder so. Das ist einfach sehr, sehr geil. Und Benzema allgemein, sein Schuss ist halt einfach krass und er fühlt sich auch nicht langsam an. Gutes Dribbling etc. Deswegen für mich Benzema eine richtig geile Karte. Und wenn der noch Special-Karten bekommt, wird das Team auf jeden Fall nochmal deutlich geiler. Weil, um das Team jetzt abzurunden, ihr seht es ja, Varane ist noch nicht auf voller Chemie, Nuno Mendes ist noch nicht auf voller Chemie, aber die Saudi League ist schon auf voller Chemie, deswegen brauchen wir da nichts mehr. Und ich habe mir gedacht, wenn wir schon einen defensiven Abräumer haben, dann brauchen wir natürlich noch einen offensiven Mann. Und das ist in unserem Fall Bruno Fernandes in Form mit 87 Schuss. Und er fühlt sich auch schneller an als diese 73 Pace, muss ich sagen. Richtig geiler Schuss, richtig geiles Passen. Gutes Dribbling, guter Allround-Stats, finde ich, ist eine richtig geile Karte. Die Team of the Week-Karte von Bruno Fernandes, und ist ja auch nicht so teuer. Eben habe ich schon von ihm gesprochen. Im Sturm haben wir dann auch einer der overpowersten Goldkarten, vorne zumindest, und zwar Rashford. Leider Gottes Powerschuss. Ich finde diesen Playstyle nicht so krass, besonders gegen gute Gegner. Da finde ich Finesse-Shot oder zum Beispiel auch Technical oder so deutlich besser. Aber nichtsdestotrotz, Rashford irgendwie trotzdem immer ein Bug-Spieler. Backt sich immer durch, fuckt mich immer ab. 5-Sterne-Skills, geiles Ding, da hast du schon mal 2 5-Sterne-Skiller auch dabei. Und der dritte 5-Sterne-Skiller darf natürlich auch noch nicht fehlen, auch eine absolute Bugkarte, auch absolut nervig gegen den zu zocken, Ousmane Dembélé. Und dann seht ihr, am Ende des Tages ist das Team jetzt noch nicht auf Fullcam, aber wenn du jetzt einen England-Trainer aus der Premier League, brauchst du Premier League? Nee, du brauchst eigentlich nur England. Du brauchst eigentlich nur England für Rashford. Also könntest hier natürlich auch irgendeine Icon oder sowas reinklatschen. Ich habe jetzt einfach Rashford genommen, weil er einfach OP ist. Und dann kannst du noch einen England-Trainer reinpacken, dann ist Rashford auch volle Chemie. Der Rest auch, 1,5 Millionen. Das heißt, wenn ihr wirklich 1,5 Millionen habt und schon Blanc gemacht habt, dann könnt ihr ja sogar noch mit 500k aufrüsten. Ne? Dann könntet ihr vielleicht als Linksverteidiger, das weiß ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht. Ich glaube, es geht nicht wegen dem PSG-Link. Doch, es geht. Bruno Fernandes verliert dann seinen Portugal-Link. Das ist natürlich kacke. Das heißt, wir müssen leider auf der Linksverteidigerposition bei Nuno Mendes bleiben. Aber vielleicht bekommt der Bruder ja noch früher oder später eine Special-Karte. Und overall, Außenverteidiger ist jetzt nicht das Wichtigste. Der Rest ist dafür ja sehr, sehr krass bestückt. Da ist in der Innenverteidigung ein krasses Bollwerk. Auf der 6er und auf der 8er Position hast du 2 richtig geile Karten. Über die Außen hast du 2 absolute Granaten, wobei ich sogar Rashford und Dembélé über Außen zocken würde. Und da hast du vorne einen 5-5-Mann und dann noch einen 4-4-Mann mit einem geilen Finesse-Shot-Trade, womit du dann halt die Dinger vorne einfach easy reinklopst. Damit sind wir aber auch am Ende vom Video angekommen. Ich hoffe, das Teambuilding-Video hat euch wie immer gefallen, Freunde. Morgen dann am Samstag natürlich ein Investment-Video, weil ich zum Centurions-Event auf jeden Fall sehr, sehr günstige Preise erwarte. Das heißt, wir warten jetzt auf 19 Uhr, gucken uns an, wo die Preise hingehen, gucken dann an, welches Futter sich am meisten lohnt einzukaufen, und dann mache ich euch ein Video dazu, wie jeden Samstag. Deshalb könnt ihr euch darauf schon mal freuen. Wir sehen uns dann morgen. Bis dahin, haut rein und ciao, ciao.